Was noch 1 Minute 7. So, ja. Aufnahme läuft. 1 Minute hast du noch. Oh. Ja, dann vorsichtig fahren, ne? Ihr habt beide Allrad. Das ist ja. Alter. Jetzt rechts. Lieber ein bisschen hochschalten. Lieber niedertourig fahren. Ui, das rutscht schön. Bremsen! Ich weiß auch nicht, warum bei mir gerade die Streckenkarte nicht mehr. Aber das muss auch so. Uhuhui. Schön um die Kurve gedriftet. Bin ich froh, dass ich einen Hecktriebler genommen habe. Und Yoshi, ich vertraue einfach mal auf deine Aussage, dass sie die richtigen Reifen aufgezogen hat. Oh, hier kommt eine Kurve. Uhuhui. Jo, wenn du den Berg hochfährst, da kommt irgendwie, dahinter kommt eine Kurve, ist schön gebaut. Oh! Auch ein Straßenwagen, der schon 8 Jahre alt ist. Also der Jaguar macht Spaß, muss ich gerade mal so feststellen. So, ja, ich habe hier einen Händler. Fast direkt nebenan an der Autobahnabfahrt, Yoshi. Da haben die ganz viele davon stehen. Ja, ich glaube, er wäre jetzt nicht so glücklich, weil ihm ist gerade die Stoßstange abhanden gekommen. Auch ich sag mal so, wenn das nicht während der Probefahrt passiert, sondern erst nachdem du den gekauft hast, dann freut sich der Händler doch sogar. Dann bist du häufig bei ihm. Was kostet so ein Jaguar nochmal? Also, ich glaube, bei den Gebrauchten, die da standen, jetzt halbwegs neu, weil ist ja auch ein ziemlich neues Auto, sollte es so bei 50.000, 60.000 anfangen. Ja, das ist teuer. Die waren halt auch noch ziemlich neu, wenig gefahren. Höchstens ein Jahr alt oder so, glaube ich. Wie viele Runden fahren wir hier auf der Strecke? 6. Ich muss mal gerade in eine Box. Das dauert noch. Ich kann doch nicht mal den Boxenstopp anfahren. Kein Funkgerät drin. Ah, die gibt's ja auch. Hallo, das Ding wird ja wohl eine Freisprecheinrichtung haben, oder? Ist sein Handy vergessen? Ich glaube auch. Also Bremsen ist tot. Aber Drifting ist gut. Nee, ich kann nicht driften, Allrad. Mit Allrad driften. Ja, war nicht so toll. Yoshi, schön bergab auf eine Kurve zufahren. Dann trittst du einmal voll in die Eisen und stellst Lenker quer. Kommt ganz automatisch, der Drift. Ist auch nicht so, als hätte ich hier irgendeinen davon bewusst oder gewollt ausgelöst.
irgendwie ist meine HUD-Anzeige auch komplett anders jetzt heute im Spiel. Bis dann hatte ich noch den. Es gibt eine Taste, mit der du die durchschalten kannst. Vielleicht. Wahrscheinlich bist du da irgendwie drauf gekommen. Es fehlt jetzt noch irgendwie so. Weiß ich nicht. Es ist zu spät dafür, aber Weihnachtsmusik. Oder so. Jingle Bells. Ja, was lief früher bei dieser FDF-Mission in Dauerschleife immer? Weiß es nicht. Techno-Musik, wenn du mit dem Auto gefahren bist? Das war halt nur mit dem Auto. Nee, wir hatten doch irgendwann mit dem, als sie so ein Update mit dem ganzen Winterkram rausgebracht hatten und den Skiern, hatten wir doch auch so eine Downhill-Strecke-Parcours gebaut und so ein Kram. Da lief irgendeine. Die Reifen werden kalt. Meine Reifen werden kalt. Das ist jetzt wie beim Madagaskar-Special. Oh nein, das wird mir hier ein bisschen warm. Ich stelle die Klimaanlage mal einen runter, wenn ich hier im Cabrio sitze. Gerade hier ganz entspannt mit 130. Ich könnte den 6. Über ist sogar noch Umwelt schon. Das Karussell. Hui. Wer braucht schon Karussell? Ich kann den Kurven hier überall driften. Ah, schon wieder. Ah, das ist die Abfliegekurve, die man immer aus den Videos sieht, glaube ich. Nee, da war er schon durch. Oder bist du schon einmal rum? Nee. Hui. Oh, nee, da kommt sie. Das hier ist, glaube ich, erst die Abfliegekurve. Ja, ich glaube die hier. Vielleicht sind es auch einfach beide. Ich habe es ohne Abflug durchgeschafft. Ich würde noch von Nordschleife mal einen Formel-1-Rennen machen. Ich glaube, dafür hat die Straße nicht zu viele Unebenheiten für die Formel 1 Wagen. Ups. Ja. Ohohohoi. Oh, so. Töttinger Höhe. Gib ihm. Ein Zeppelin. Oh, ich habe auch einen sechsten Gang. Er ist schon wieder Start-Ziel, also immer rein. Nee, ich bin auf der langen Geraden. Ich bin gerade aus dem Karussell raus. Erste oder zweite? Erste. Aber ich fahre hier auch die ganze Zeit, wie gesagt, mit 120 durch, also von daher.
Fahr auch sehr vorsichtig. Außer... Also mal abgesehen davon, dass es nichts bringt, ich ständig drifte trotzdem. Ja, und zweite Runde! Ich halte hier mal an und warte. Meine Reifen frieren ein. So. Und es zieht im Auto. Zeit für eine Pause. Ich habe keinen sechsten Gang. Ich schon. Lange gerade? Ja. Wenn du so danach fragst. Wie schnell fährt deiner? 230. Ich hätte 220. Lange gerade. Jetzt ist nur die Frage, wie lang ist sie? Sehr. Bin wenn's, jetzt bei 250 und im sechsten Gang. Ja, wenn es gleich wieder ein bisschen bergauf geht, ja. Kommt danach bergab eine leichte Kurve. Da muss gut, es ist jetzt Schnee. Ah, ich höre Neo kommen. Da ist Neo. Nein! Oh Gott. Sag mir doch sowas vorher, ich habe die Augen kaum schnell genug zugekriegt. Hey! Das ist meine komplette Frontverkleidung. Ein Nummernschild. Deine fehlt übrigens. Fehlt aber, glaube ich, schon, als du angekommen bist. Also was hier definitiv fehlt, ist die Unterstützung für die Controller, damit du sehen könntest, wie ich jetzt die Faust schüttel. Ah, da ist Yoshi. Oh, Yoshi hat auch Gewichtseinsparung betrieben. Ja. Wie ich sehe. Da muss auch nicht alles am Auto bleiben. Ja, wartet mal. So. So, dann wird der Motor wenigstens besser gekühlt bei den wahnsinnigen Temperaturen hier. Für die Rechtskurve, da musst du ordentlich bremsen. Genau, hier schon vorher. Die hier ist recht langsam. Ui, das war ein bisschen zu früh auf dem Gas. Nee, das war zu viel Gas. Neo, hast du schon gedreht? Kommst du auch? Ich versuch's. Ja, Yoshi fährt gemütlich hier. 130. Richtgeschwindigkeit. Also die Anzeige hier im Auto sagt mir, es sind minus 3 Grad draußen. Ja, sagte der beim Start auch. Außerdem kann ich dazu nur wieder sagen, Ladi, da ich mit meinem fancy Auto und Temperaturanzeige im Cockpit und Extras und Sitzheizung. Ja, die läuft doch, die Sitzheizung, weißt du das? Hier ist das aber, wo die Videos sind, wo sie rausfliegen. Nee, ein weiter. So, hier ein bisschen vorsichtiger. Und für die hier bremsen. Ah, da seid ihr wieder.
Hup, dreht sich wer weg. Hast du gebremst, um mir nicht aufzufahren? Ja. Hat man gesehen. Plötzlich wirst du langsam im Wagen quer. Bock. Es gibt von AMG einen Unimog, den wir umgebaut haben. Den hätte ich jetzt gerne. Also für solche Sachen müssten wir dann Assetto Corsa spielen. Ich weiß nicht, ob es den Unimog da gibt, aber einen Schulbus hätte ich. Und ich glaube, da gab es auch diesen getunten Aufsitzrasenmäher. Und solche Sachen als. Aber hier kannst und du, ich hab, glaube ich, auch Kart fahren. Das könnten wir gleich nochmal machen. Ich habe für Assetto Corsa einen Reliant Robin. Hier ist das, wo sie mal rausfliegen. Hier filmen sie immer. Ich finde den Jaguar eigentlich gerade gar nicht so schlecht. Sind halt einfach nur zu teuer, die Autos, ne? Drei Minuten langsamer. Das ist eine Zwischenzeit. Nur eine Minute. Ja, von den drei Minuten stand ich ja auch eine ganze Weile am Start rum. Was sind die anderen zwei? Also. Hui. Ui! Ah gut, da war eine Bande. So, hier, da unten kommt die Spitzkehre. So. Bremsen. Vollgas, meinst du? Nein. Die darfst du nicht so schnell hochfahren. Aber hier kann ich mir das immer nicht merken, bei welcher von den Kurven man bremsen muss. Ich glaube, bei der hier muss man auf jeden Fall. Also mit dieser Rechtskurve, ja. Ist relativ langsam, aber bei den Linkskurven gleich. Die eine davor, also vor jetzt dieser Rechtskurve, wo man bremsen musste, und dann kommt diese hier und gleich noch eine. Und ich weiß immer nicht, welche davon man wie schnell nochmal fahren konnte. Ich glaube, hier kann man ziemlich mit ziemlich viel Gas durch. Aber die hier musste man bremsen? Nee, naja, irgendwie die auch nicht. Ich ja, ich verwechsel die immer, die sind für mich alle gleich. Ich glaube, die nächste hier da vorne, die zieht zu. Ja. Wenn ich so nah hinter dir fahre, spritzt der Schnee, den du aufwirbelst, mir ins Gesicht. So. Jetzt wieder Karussell fahren. Ui, Yoshi macht das auch schon? Ja, aber ohne. Das tritt mich raus. Lass mal wieder ein bisschen langsamer fahren. Ich habe Yoshi auch im Rückspiegel verloren. Wuhu! Ich
sieht immer, wenn du bremst. Da kommt er. Oh, er kommt schnell. Okay, er kam. Offroad. Ja, das mache ich, wenn ich die modifizierte Variante kriegen würde. Nur weil du ein Rallye-Auto hast, musst du nicht die ganze Zeit neben der Bahn fahren. Weil der bin ich mal hochschnell. Ich war die ganze Zeit im dritten gerade fast. Hui. Die hier, ja, genau ungefähr so, dachte ich, aber da gab es nachher noch eine andere, die noch mehr danach aussah. Wenn ich keinen Grip mehr habe, habe ich keinen Grip mehr. Woho! Ja, hat man gesehen. War scruffy. Ich habe versucht, dich zu grippen. Der Strecke festzuhalten. Ah. Oh. Ich glaube, die da hinten ist es jetzt. Ah, Neo. Man muss vor dieser... Das ist, glaube ich, hier die man immer in den Videos... Ey! Das ist die man immer in den Videos sieht. Meine Vorderreifen werden warm. Was heißt warm? Nicht mehr kalt, nicht mehr blau. Also ich hatte die Hinterreifen vorhin schon mal türkis. Jetzt sind sie hellblau. Nur noch. 4 Minuten langsamer. Haben noch mal eine Minute verloren. Oh, Yoshi, dein Auspuff knattert. Ja. Gerade. Bisschen früh gebremst. Und dann wieder aufs Gas. So, Karussell. Gleich. Du bist im Karussell? Nee, noch nicht. Wir sind. Jetzt kommen wir da rein. Yoshi hatte noch einen kleinen Ausflug gemacht, einen kleinen Abstecher. Ah, da bist du wieder. Ah! Ja. Zum Glück gibt's die Bande. So, Yoshi, jetzt vorsichtig, überhol ruhig. Ich fahr innen lang, ganz langsam. So, jetzt langsam, aber sicher schneller werden. Und gib ihm. Yoshi. Ich sag, gib ihm Yoshis Wagen direkt. Whoop. Quer. Und du. Ja, ich hab die Schlangenlinien gesehen. 222. 221, weil es Pech aufgeht. 218. Du wolltest doch nur hinter mir fahren, damit du knattern hörst. Ja, eigentlich schon, oder? Hier muss man schon langsamer werden auf diesem ganzen Stück. Hab ich versucht. Ja. Eigentlich muss man hauptsächlich langsamer werden, um hier dann in dieser Kurve entsprechend langsam zu sein. Man bremst also schon die ganze Zeit langsam vor für diese Kurve und dadurch ist man dann in der anderen langsam genug. So mache ich das normalerweise. Yay, zweite Runde. Achtung, Augen zu. Ja. Das Ganze nochmal ohne Schnee? Ja. Können wir machen? Ach, das ist ja schon. Nee, das war ich auch schon. Das war ich habe nur gerade mal Gas gegeben und überholt.
Scruffy, warte mal kurz. Moment. Okay. Ich fahre 50. Oder anhalten, warten. Anhalten, warten. Will was testen. Muss ich die Augen zumachen? Nee, ich ramm dich nicht. Ich fahre dir vorbei. Dann. Da kommst du. Also machen wir jetzt weiter, oder? Ah, jetzt. Leerlauf, Vollgas und dann Rückwärtsgang geschaltet. Sah interessant aus. Verlassen. Hup! Weg ist sie. Okay, Online-Event. Wenn ich im. Mach mal Rennklasse A auch, wenn geht. Also Fahrzeugklasse Rot A. Okay. Dann nehme ich mal G weg. Ach ja, ich habe wieder das. Ich muss das Spiel abschießen. Wo war der Kitterhelm drin? In welcher Klasse? D. Dora. Dann nehme ich F auch nochmal raus. Ich muss eben die Session verlassen.